Was für eine spezielle Situation. Fans in Ambri ausgesperrt. Sie haben von außen müssen reinspienzeln. Auch keine Fans in Bern. Sie haben das Plakat hinterlassen, kämpfen um Playoffs. Und da nur ein paar Geschäftsstellenmitarbeiter. Und da haben wir in Rapperswil-Jona Präsidentin von Lugano, Vicky Mantegazza, eingefangen von der Kamera. Ein einsamer Fotograf, der oben fotografieren kann, mit so freier Sicht wie nie. Und die offizielle Zuschauerzahl, die ist heute null gewesen. Es war ein historischer Abend gewesen. Guten Abend miteinander und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Reto Müller und ich, wir führen euch gerne durch die 49. Qualifikationsrunde von der National League. Seit 19 Jahren haben wir kein Geisterspiel mehr gehabt in der National League. Heute ist es wieder einmal dazu gekommen, und zwar gerade zu 6. Sehr spezielle Situation. Wir gehen nachher noch genauer darauf ein. Nebst dem war es noch ultra spannend gewesen, aus sportlicher Sicht. Hat Steffi jetzt gerade gesagt, oder? Wir sind in der 49. Runde, in der zweitletzten Runde, als wäre es noch nicht speziell genug. Der Abend kommt auch noch etwas dazu, was extrem paradox ist. Schaut euch mal an, es gibt nämlich zu jubeln, auch wenn man verliert heute Abend. Fribourg-Gottéon, trotz einer Niederlage in Bern, jubelt man über den Playoff-Einzug. Und das ist die Reaktion bei Lausanne, die ist ein bisschen verhaltener. Ja, wo man verliert in Genf, vielleicht weiss man es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, aber auch Lausanne hat es geschafft, auch wenn man heute nicht gepunktet hat. Fribourg und Lausanne also weitere Qualifikanten für die Playoffs, die dann hoffentlich anstehen, Steffi. Gell? Ja, hoffentlich. Die Entscheidung wird am Montag gefallen. Wir kommen gerade noch darauf zu reden. Ich schlage vor, dass wir rübergehen in unsere heutige Runde. Wir sagen Hallo miteinander. Schön, sind ihr immer noch da, und ich hoffe, ihr mögt noch. Da sind Simon Schenk und Thomas Walser, unsere Hockey-Experten, und mit dabei auch der U18-Nationalmannschafts-Headcoach Martin Höhner. Guten Abend miteinander. Steffi, bitte. Ich würde gerade einsteigen mit dieser speziellen Situation. Wir hatten den Bundesrat, der heute am Vormittag entschieden hat, dass man eine Verordnung herausgibt, die regelt, wie Grossanlässe im Moment organisiert werden sollen. Das Verdikt vom Bundesrat, das war sehr klar. Wir hören rein, was Alain Berset gesagt hat. Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind zu verbieten, und diese Verordnung ist in Kraft seit heute Morgen 10 Uhr. Ja, da hat es gar nicht mehr gross etwas zu rütteln gegeben. Wenn ich vielleicht ganz schnell den Thomas Walser anspreche, der von der Rapperswil-Jona Lakers bei uns in der Runde sitzt. Für euch war das noch das doppelte Verdikt gewesen. Ihr wäret eigentlich schon gestern vom Kanton zurückgepfiffen worden. Genau, also wir sind schon vom Kanton zurückgepfiffen worden gestern Abend, und heute hat sich dann das nochmal bestätigt, wie man jetzt gehört hat, durch den Bundesrat. Und ja, schlussendlich ist es für alle die gleiche Situation gewesen, aber natürlich sehr, sehr speziell. Und trotzdem, auch wenn man das Gefühl hat, es hat keine Zuschauer im Stadion gehabt, man hat recht viel müssen organisieren, damit man dann diesen Auflagen auch können Folge leisten konnte. Simon Schenk hat es ein bisschen Käse gefunden, gell? Ja, also nicht in meinen. Das ist ein Entscheid vom Bundesrat, wo man nicht darüber diskutieren kann. Klar hätte ich auch lieber Zuschauer im Stadion, aber ich habe Verständnis. Ich glaube, über Sachen diskutieren, die man mit Diskutieren nicht ändern kann, das bringt wen. So ist es. Der National League Director, der heisst Tony Wosche. Er war heute selber in Bern, hat sich das Spiel dort angeschaut, und wir haben dann noch kurz zu der Situation zum Interview gebeten. Ja, Tony Wosche, heute am Morgen ist die Bombe geplatzt. Der Bundesrat hat bekannt gegeben, dass die dass Veranstaltungen mit über 1000 Zuschauern verboten werden oder halt dann zu Geisterspielen werden. Wie haben Sie die News aufgefasst? Ja, wir sind natürlich auch ein bisschen von der Entwicklung überrascht worden. Am Ende des Tages muss man klar sagen, dass eine Auflage vom Bundesrat, wenn er so eine Verordnung erlässt, zu akzeptieren ist. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Und ich meine, jetzt fragen sich alle Eishockey-Fans, die Playoffs stehen vor der Tür. Wie geht es dort weiter? Ja, wir sind im Moment mit dem Team dran, die Eventualplanung zu machen, welche Möglichkeiten gibt, Vor- und Nachteile abzuwägen. Wir haben voraussichtlich schon eine außerordentliche Ligaversammlung einberufen für nächsten Montagmorgen. Wir werden dort gemeinsam mit den Clubs Entscheidungen treffen, in welche Richtung das gehen wird. Ja, wir werden euch natürlich darüber informieren, sobald wir Neuigkeiten haben, was an der National League Versammlung, die Tony Wosche gerade angesprochen hat, beschlossen wird. Die Optionen, die kann man antizipieren. Es gibt Varianten, dass man den Start der Playoffs rausschiebt. Es gibt Varianten, dass man kürzere Serien spielt. Es gibt auch die Varianten, dass man keinen Meister gehört oder sagt, der Qualisieger ist der Meister. Ich glaube, das grosse Kaffeesatz lesen bringt in dem Moment nichts. Klar ist einfach, dass man für den Sport und für die Fans eigentlich hofft, dass es eine Fortsetzung gibt. Ja, ganz sicher. Es ist eine sehr, sehr komplexe Situation. Und ich
Ich bin gespannt, was die Klub entscheiden werden. Man darf nicht vergessen, es ist im Eishockey einfach noch stadionabhängig. Und die ganze Infrastruktur ist nicht einfach rund um die Uhr immer zur Verfügung. Es sind andere Veranstaltungen zum Teil in diesen Stadien. Wenn man jetzt das alles verschieben muss, das gibt ganz, ganz grosse Komplikationen. Martin Höhner, der bei Swiss Eishockey arbeitet, ich sehe schon deinen Arbeitskollegen Willi Vöcklin im Viereck springen, wenn er müsste den Spielplan anpassen. Das ist eine Matrix, oder? Das versteht eigentlich gar niemand. Das wäre ultra komplex mit allen Gegebenheiten, die Simon gerade angesprochen hat, mit dem Hallenstadion, das sehr oft ausgebucht ist und. Ein riesen Rattenschwanz. Ja, das ist ein riesen Rattenschwanz. Also wenn man das Spiel verschiebt, dann kommt es eine aufs andere. Also grosses Vertrauen in unseren Bundesrat, ganz klar. Aber auf der anderen Seite muss ich ja sagen, das Herz von unserem Sport, Zuschauer vor verschlossenen Türen zu lassen, ist schon ein bisschen hart, muss ich sagen. Ich glaube, wir müssen uns auf die Suche übergehen nach Alternativen. Was ist möglich? Was können wir aus dieser Situation herausholen? Ja, und ich gehe davon aus, dass wir Playoffs werden sehen. Es geht im Grossen Ganzen um die Prävention. Es geht darum, dass sich der gefährliche Coronavirus nicht weiter ausbreiten kann, dass der grössere Rahmen. Dann gibt es die partikuläre Sicht von jedem Club. Das ist natürlich auch eine kommerzielle Sicht. Das betrifft ganz bestimmt auch den SC Bern. Eine grosse Maschine, die grösste Maschine, die wir haben in der National League. Der CEO, der Rolf Bachmann, ist bei uns im Ken Vettore vorbei und sie haben genau über diesen Punkt geredet. Was bedeutet das für Bern? Ja, das ist natürlich so. Wir sind sicher in dem Sinne ein bisschen privilegiert, weil wir mit der Kapazität von 17'000 Zuschauern ein grosses Stadion haben, relativ viele Restaurationsmöglichkeiten im Stadion und um das Stadion. Und wenn die Leute da sind, dann haben wir Einnahmen. Und wenn die Leute nicht da sind, haben wir natürlich keine Einnahmen. Mit der späten Absage oder der späten Verordnung von heute ist es so gewesen, dass wir natürlich alles eingekauft haben. Wir hatten eine proppenvolle PostFinance-Arena gehabt. Eine super Ausgangslage für das heutige Spiel. Und von dort her, ja, wir reden da schon über mehrere hunderttausend Franken. Das ist natürlich so. Das ist also die Dimension, die die Geisterspiele haben im Fall des SC Bern. Marc Cianola, der CEO des HC Davos, hat sich auch noch konkret zu dem Ausfall von dem Spiel heute oder zum Geisterspiel eigentlich geäussert. Er hat gesagt, 100'000 Franken kostet uns das, wenn wir ein Qualifikationsspiel ohne Zuschauer durchführen müssen. Und beim HC Davos hat man auch offen gesagt, man ist für diesen Fall nicht versichert. Das ist also die Situation für die Clubs bzw. für die Clubführungen. Wir wollen jetzt wieder zum sportlichen Chor reden und einsteigen in die Runde 49. Und das machen wir mit der Partie von Ambri Piotta gegen den HC Davos. Heute Abend noch auswärts antreten und auch das Spiel verloren. Weil Ambri hat dafür gesorgt, dass man die Heime, ich wollte sagen vor eigenem Publikum, das ist jetzt nicht die falsche Aussage, gewonnen hat. Und zwar schauen wir uns 1-0 an von Tommaso Goy in der 22. Minute. Ja, sehr ein guter Pass aus dem Ecke von Trisconi auf den Goi. Trisconi, wo ich die ganze Zeit schon sehr viel Vertrauen überkommt vom Trainer, dass das auch zurückgibt, aber sehr gut Druck gemacht vom Goi und verdient 1-0 in Führung gegangen. Sandro Eschlimann ist im Goal gestanden beim HC Davos und ist auch das zweite Mal geschlagen. Der Fabio Hofer ist dafür zuständig. Ambri geht da 2-0 in Front und das jetzt im dritten Drittel, gut 9 Minuten vor Ende dieser Partie. Ja, eigentlich eine gut ausgespielte Chance. Man hat gemerkt, dass Ambri wesentlich interessierter ist, für den Sieg hinzubringen, weder Davos, überraschenderweise. Aber es ist so. Und ein sehr schöner Angriff und mit einem guten Abschluss. Das ist natürlich auch so, und das ist jetzt ein bisschen ein Ausblick, oder? Auf morgen. Morgen findet das Tessiner Derby statt. Für Lugano geht es um ganz ein wichtiges Spiel. Also, die haben natürlich auch immer noch den SC Bern im Nacken. Also, ich habe schon das Gefühl, Ambri präsentiert sich für morgen absolut in Form für das Derby. Bin ich nicht ganz einverstanden. Ich habe den Match heute sehr speziell gefunden. Also, klar, Ambri hat die Überhand gehabt, aber ich weiß nicht, wie gut Davos wirklich gespielt hat. Wir haben ein Schussverhältnis von 42-20. Das ist extrem. Aber der richtige Gradmesser ist der Morn. Und für Ambri ist es ja eigentlich auch extrem wichtig. Also, es gibt sicher ganz spannende Affischen.
Am Schluss war es ein 3:0 für Ambri gegen den HC Davos. HC Davos ist ein Stichwort, das ich ganz kurz aufgreifen mit euch. Und zwar ist der Reto Müller im Nebenamt ja noch Taxichauffeur. Er fährt die Schweizer Eishockey-Prominenz quer durchs Land, wenn immer mal wieder eine Zeit hat. Sie haben ja nicht so viel Zeit, gell? Das ist so. Man muss es ausnutzen. Ja, natürlich. Jetzt hast du wieder mal eine Riesennummer verwünscht. Oder Andres Ambühl. 6 Meistertitel hat er schon, hat Platz genommen im Taxi. Müller hat sich mit dem Reto darüber unterhalten, dass er also einen weiteren Meistertitel durchaus noch würde nehmen. Ja, das wäre schon das Ziel. Dass, ich sage, in der Zeit, in der ich noch spiele, wäre das Ziel schon, dass ich mal noch mal einen Meister bekomme. Ich hoffe, dass es jetzt schon in den nächsten 2 Jahren passiert. Aber wenn es nicht so ist, ist es nicht so, dass ich sage, ja, jetzt muss ich unbedingt verlängern oder weitermachen, dass ich einen Meistertitel habe, sondern ich möchte weitermachen, weil es mir Spass macht und weil ich merke, dass ich noch mitmache oder so und gesund bin. Das sind, glaube ich, so die 3 Sachen, die am wichtigsten sind. Und dann, wenn du das nachher hast und noch weiterspielst, dann ist sicher das Ziel, dass nochmal irgendwie einen Meistertitel kannst holen. Ja, aber logisch doch. 6 hat er schon. Andres Ambühl, Mitglied vom Tausiger Club, hat Platz genommen im Taxi Müller. Die Folge, die lege ich euch ganz fest ans Herz. Die gibt's nach dem heutigen Hockeyabend, will heissen, nach unserer Sendung. Damit gehen wir rüber zum nächsten Match und wir wollen über Biel gegen Z reden. Genau, der EAC Biel im Einsatz gegen ZSC Lions. Für ZSC Lions geht es immer noch um den Quali-Sieg. Also, das wollen wir schon vorweg schicken, wenn wir hier das Spiel anschauen. Und die Dominanz vom EAC Biel im eigenen Stadion. Dritte Minuten macht Antoine Pouliot 1-0. Ja, ist nicht das erste Mal die Saison, der Fuchs und der Pouliot, die sehr gut kombinieren. Pouliot aber relativ viel einsetzt, einen guten Move macht, den Dave Sutter ausspielt und dann unter die Latten. Also sehr, sehr schwierig für den Goalie von Zürich. Lukas Flüeler ist das, der heute zwischen den Pfosten ist. Und der ist das zweite Mal geschlagen in der 5. Minute. Das ist der Luca Conti, der trifft. Das ist wieder mal ein Kunstschuss vom Conti. Also perfekt, wie er ein Bubentrick macht. Aber vor allem, wenn er abschließt, hoch Backhand, die hohe Ecke. Also hohe Schule. Die feine Hang vom Conti war einmal mehr ein Goal wert. Ja. Ja, sehr geduldig, der Luca Conti zieht ums Goal herum. Aber es wird auch nicht wirklich Angriff auf der anderen Seite vom Goal. Also dort muss dann schon ein Verteidiger sein und den Luca ein bisschen unter Druck setzen. Der Lukas Flüeler im Goal sieht da auch sehr unglücklich aus. Ich gehe davon aus, Reto, du hättest schon gehabt. Ja, absolut. Reto muss heute immer daran glauben. Ja, machen die das immer so? Das läuft immer gleich. Aber der Martin darf das auch. Früher hat er mich einmal eingeschossen. Also von dem her, das ist ja gut. Das hast du wirklich. Also der Simon und ich sind die einzigen 2 heute im Studio, die noch nie mit dir auf dem Eis gestanden sind. Das können wir durchaus mal ändern, oder? Also ihr 2 zusammen in jungen Jahren. Und dann bist du auch mal mit dem Walsin auf dem Eis gestanden. Ja, aber über die Alter. Das wird jetzt wirklich lieber nicht reden. Du kannst bitte etwas sagen dazu, wenn du willst. Aber ich versuche es zu verdrängen. Ich sage nur so viel. Es war ein unvergesslicher Abend für beide Seiten. Aber Spektakel. Und hat mich wirklich und unser Team gefreut, dass du dabei warst. Haben wir gehört, Spektakel, weil es so viel Goal gegeben hat. Und wer hat all die Goal bekommen? Und das können wir jetzt selber zusammenreimen. Apropos Goal, jetzt habe ich aber keinen schlechten Übergang gemacht. Super. Wir sind beim Toni Raiola und wir sind beim 3:0 in dieser Partie im Powerplay. 41 Stimmen Gumper also ins dritte Drittel in dieser Partie der Tissot Arena. Ja, doppelte Überzahl, natürlich viel Raum für die Bieler da und wenn der Puck beim Raiola auf den Stock kommt, dann klopft es einfach. Also, der weiß, wo er schieben muss, anschiessen. Keine Chance für den Lukas Flüeler da im Moment. Nachher kommt der Chris Baltisberger mit dem 1-3, aber es geht noch 4-1 und 5-1. Also ein sehr deutliches Resultat für den EHC Biel. Jetzt, bevor ich mich wieder zu fest zum Feister auslehne, wenn ich vorher in den Neben gelegen bin, was hast du vom ZSC gesehen heute Abend im Hinblick darauf, dass man eigentlich noch die Chance gehabt hat oder immer noch hat, Quali-Sieger zu werden? Ja, eigentlich eher wenig. Wobei, es ist heute Abend auch vor allem für Biel gelaufen. Also sie waren nicht irgendwo Zufallsprinzip. Sie haben das Gefühl, die Goal, die sie geschossen haben, sind rausgespielt gewesen, weil sie im Laufe dieser Saison eben schon ähnliche Situationen hatten. Aber ich glaube, schlussendlich verdient war, dass es die 5 Goal gegeben hat für die EHC Biel zu Hause.
Stichwort Qualifikationssieg bringt das eigentlich gerade nahtlos zum nächsten Match. Zucker nämlich sind die andere Mannschaft, die um den Qualifikationssieg am Mitstreiten sind, zusammen mit den ZSC Lions. Sie sind heute gegen die SCL Tigers im Einsatz gewesen. Genau, und dort hat eigentlich der EV Zug mal relativ komfortabel mit 3-1 geführt. Aber dann haben sich die SCL Tigers zurückgemolden in das Spiel. Kurz vor Spielhälfte der Nolan Diem zum ersten an diesem Abend, und zwar mit dem 2-3 Anschlussgoal. Ja, am Ende sind auf dem falschen Sender, wo plötzlich Schweiz Langmauer für anfangen Goal schießen. Das ist... Du bist ein Zyniker, Simon. Du bist Berater von der SCL Tigers. In letzter Zeit war dort wirklich ein bisschen Abstinenz rum. Umso schöner ist es heute passiert, oder? Und zwar nicht ein Ausländer-Goal, sondern ein Schweizer-Goal. Das tut sehr, sehr wohl. Der Luca Hollenstein ist heute zum Zug gekommen für den Leonardo Cenoni. Ist da geschlagen gewesen, zum zweiten und dann zum dritten Mal in der 38. Der Julian Schmutz, auch der Doppel-Goal-Schütz für die Langnau. Ja, es ist schön rausgespielt und eigentlich gut geschafft. Also, es ist einfach endlich mal ein bisschen der Knoten geplatzt, weil man kann nicht gegen nur mehr Schüsse auf das Goal haben und weniger Goal. Heute war es mal ein bisschen umgekehrt gewesen. Man hat eher weniger Schüsse gehabt und hat davon profitiert, dass man eben im Abschluss ist, ein bisschen auf der glücklicheren Seite war. Wir gehen nachher in die 42. Minute rein, wo Langner das Ganze tatsächlich kehren kann. Vom 1-3 zum 4-3. Das spricht absolut für die Moral dieser Mannschaft. Und das ist eben nochmal der Nolan Diem, der treffen kann. Ja, in dieser Situation könnte man meinen, dass Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Nicht so in dem Fall. Beim Plexiglas hinten kommt die Scheibe eigentlich wieder zurück. Direkt vor das Goal. Der Hollenstein rechnet nicht damit. Und dort ist ein Wieler ready. Aber, und das haben wir auch schon angesprochen, es ist dann irgendwie halt schon brutal, oder, für die SCL Tigers. Jetzt machen sie auch mal ihre Goal, jetzt sind sie auf dem Weg zu einem Sieg, aber da kommt noch der EV Zug und der Sven Senteler ist der, der dafür sorgt, dass sie die Verlängerung und nachher ein Penalty schiessen. Ein katastrophales Bulli, wo man auch nach 20 Sekunden vor Schluss einen allein vor dem Goal lässt. Das darf es nie geben. Die Zuteilung muss klar geregelt sein vor dem vor einem Böck-Einwurf und dann kann der Böck her, wo er will. Aber alle Zuger müssen kontrolliert sein. Das war hier nicht der Fall. Aber der Zuger, den der Böck hat, nach dem Fehler, verlangt auch sehr schön, wie er ihn versorgt. Ja, Backhand. Wenn er so viel Zeit hat, würde meine Grossmutter das auch machen. Wow, Simon, es ist ja heute los. Nein, es ist ein ganz klarer Fehler, ein Defensivfehler. Da muss man doch nicht schön reden. Ja, aber Simon, also, aber ich glaube, wir reden ja nicht jetzt über so einzelne Situationen. Ist das ein täuschender Eindruck, oder findest du, gibt es grundsätzlich etwas anzusprechen bei den Tigers? Also, gibt es grundsätzliche Sorgen im Hinblick auf das, was ansteht? Nein, es ist eine schwierige Situation, wo man drinnen ist. Und jeder Punkt ist Gold wert. Und hier hat man eben einen Punkt verschenkt. Darum reagiere ich so. Aber ich anerkenne, dass man einen Punkt gewonnen hat in Zug. Das ist eine gute Leistung. Und vor allem mit Schweizer Spielern, die Doppeltorschützen sind, noch eine schöner. Und man hätte die Chance gehabt, noch einen Zusatzpunkt zu holen, aber im Penaltyschiessen hat natürlich der Gregory Hoffmann mal wieder das letzte Wort. Er ist der, der trifft gegen Damiano Ciaccio. Und das sorgt dann für die Entscheidung in der Bossard Arena. Es gibt einen Zusatzpunkt für den EV Zug und der ist jetzt auf dem Weg zum Qualifikationssieg 1920. Das ist auch ein bisschen ein Penalty, wie ich es gerne habe. Ja, aber lieber nicht gegen Langnau. Nein, es ist sehr perfekt geschossen, platziert geschossen, aus der guten Distanz. Das ist der Weg zum Erfolg meistens. Ich muss aber sagen, du hast völlig recht, aber zum Glück ist ihm das gelungen. Er hat nämlich sonst keinen guten Match gespielt. Also bei 2 Gegengol ist er beteiligt, weil er defensiv nicht das macht, was er sollte. Und das hat definitiv in den Playoffs keinen Platz. Aber ich glaube, für ihn wichtig, hat er den können so erzielen am Schluss, also das nötige Selbstvertrauen auch wieder hat. Lustig ist, Hoffmann sein Jubel nach dem Penalty, etwas, das man sonst im Normalfall nie hört. Oder? Und jetzt im leeren Stadion halten so schön durch seinen Juchz und seine Erleichterung. Ja, ist natürlich auch interessant heute Abend für unsere Fernsehzuschauer. Dann hört man mal, wie das abgeht auf dem Eis. Also bei all diesen Fans kommt man das am Fernsehen wahrscheinlich gar nicht so mit, über wie laut das die Spieler miteinander reden und was da manchmal gesagt wird. Das war spannend heute Abend. Der Hoffmann hat also die Entscheidung können herbeiführen im Match vom EV Zug. Die Entscheidung um den Qualifikationssieg, die ist noch nicht gefallen. Die wird morgen noch so fallen, in der allerletzten, in der 50. Runde. Wir wollen übergehen zum nächsten Match. Wir wollen reden über Genf, wo gegen Lausanne gespielt hat. Lausanne müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Dort hat es ein Erdbeben gegeben in einem
heikler Zeitpunkt, Simon. Wie hast du reagiert, als du gehört hast, dass sie Coach und Sportchef gehen lassen? Ja, für mich war es nicht gerade ein Blitz aus heiterem Himmel gewesen, aber der Zeitpunkt war doch überraschend gewesen, weil Lausanne hat praktisch Playoff-Qualifikation geschafft hatte, hat jetzt heute noch ein Pünktchen von einem Pünktchen profitiert, das Bern noch nicht gemacht hat, sagen wir es mal so, aber das war eine Formsache gewesen. Und ich glaube, der Wechsel hat schon wieder mit zusammengehangen mit der kanadischen Führung in Lausanne und mit halt der enttäuschenden Leistung bisher. Aber wie gesagt, der Zeitpunkt war sehr überraschend. Ich bin gespannt, was jetzt für Impulse kommen, ob dort die Mannschaft wirklich das Potenzial ausschöpfen kann, das sie bis jetzt nicht gemacht hat. Überraschung, Überraschung, würden dabei pflichten oder noch einen anderen Aspekt hineinbringen? Ja, nein, also wenn ich gut finde, sie sind jetzt in dem Moment ausnahmsweise mal konsequent gewesen und haben beide entlassen. Der Elston und der Peltonen. Der Elston hat ja noch vor nicht langer Zeit den Vertrag bis 2022 verlängert. Aber wenn ich mich ehrlich frage, wer das am Schluss dann finanziert? Wahnsinn, oder? Das ist unglaublich. Das also das ist wirklich einfach Wahnsinn. Wir wissen es nicht, wir zahlen es sicher nicht, oder? Sie haben eine grosse Nummer geholt, Greg McTavish, vierfacher Stanley Cup-Sieger, ein Mann mit grossem Charisma, das haben wir gemerkt, wo wir ihn vor dem Match ganz kurz zum Interview gebeten haben, zu seiner Situation, zu wie er eingestiegen ist bei Lausanne. Well, we had a practice today, we had a morning skate today. I flew in, I left Edmonton on Wednesday, it happened on Wednesday. And arrived in Geneva here on Thursday about 5 o'clock. Went to the hotel, met the team, had a little rest, and then morning skate today, and here we are. So I'm excited to see what we have. Sein Zeitplan. Am Mittwoch in Edmonton losgeflogen, in Kanada, 7.500 Kilometer von da. Dann ist er am Donnerstag in Genf gelandet, ist auf Lausanne gefahren also am Nachmittag, hat seine Mannschaft zum ersten Mal kennengelernt. Heute am Morgen ein erstes Warm-up und dann hat er gesagt, so und jetzt bin ich mal gespannt darauf zu sehen, was wir hier haben. Und was er gesehen hat, was er hat und was Genf hat, ist das da gewesen. Das 1-0 von Servet und zwar sehr früh in dem Derby mit dem Jonathan Mercier. Zweite Minute. Also ja, der Start geht recht in die Hose unter dem neuen Coach. Ja, der Miranda von Genf kommt hinter dem Goal führen. Der Mercier sieht im richtigen Moment, dass er kann eigentlich vor das Goal stechen, schiesst und jetzt beim Zurückschauen merkt er, dass der Böck innen ist. Aber ganz einfach, gibt dem Böck eine Chance. Eigentlich verdient das. Das Genf so in die Führung gehen. Der Noah Rotz der sorgt dafür, dass es dann 2-0 steht. Shorthander von ihm. Das heisst, in Unterzahl also kommt Genf nach gut 15 Minuten zum zweiten Goal von dem Abend und der Tobias Stefan noch mal hinter sich. Ja, kurz vor Ablauf von der Strafe kommt Schiebe zum Jonathan Mercier, der heute Abend einen sehr guten Match gemacht hat. Der bringt Schiebe zum Goal, schießt seinen Kollegen ab, den Noah Roth. Der Noah versenkt seinen eigenen Rebound und bringt Genf so 2-0 in Führung. Aber Lausanne kann reagieren zu Anfang des zweiten Drittels. Und zwar haben wir hier die Goalpremiere in der National League von Vadim Pereskokov in der 24. Minute. Im 6. Einsatz für den 26-jährigen Russen, also sein erstes Goal. Ja, wobei, Sie sagen, 60% von dem Goal gehört am Kenins, der sehr gut Druck macht aufs Goal. Sie sind zu Beginn eine Linie. Und der Pereskokov, der nachher sehr gut kann abschliessen kann. Ja, schöne Überzahlsituation, 3-2, 2-0 zum Goal ziehen. Das verschafft natürlich am Scheibenträger sehr viel Zeit und Raum und der nutzt es dann eiskalt aus. Jetzt hat Lausanne natürlich die Hoffnung gehabt, nochmal in das Spiel zurückzukommen, sich eben das Pünktchen, wie es Simon sagt, selber noch zu holen. Aber es ist Servet, der dann im eigenen Stadion in der Laverne das Spiel kann für sich entscheiden. Und zwar kommt es da zum 3-1 im Powerplay, nachher mit einem 4-1 im Empty Netter obendrauf, ja, in den Heimsieg. Genf war heute wieder unwahrscheinlich effizient gewesen, wie schon die ganze Saison. Eigentlich ein typisches Genfer Spiel. Chancen, Spielanteil und Torchancen etwa ausgeglichen, aber einfach Cleverness und zwar einzelne Spieler, also beim Roger Carrer, den ich sehr gut kenne, natürlich ein Glanznummer, auch, was der in Genf jetzt dieses Jahr bewegt hat, zusammen mit dem Miranda, den ich von der Zürcher Zeit her kenne. Also die haben einen riesen Höhenflug gemacht, zusammen mit der ganzen Mannschaft, selbstverständlich. Schlafformen wechseln nochmal den Blickwinkel in dem Match und schauen nochmal auf die Seite vom Lausanne Aschse, will heissen auf die Seite von dem, der heute sein erstes Spiel gemacht hat mit seiner neuen Mannschaft, Greg McTavish. Anfangs Abend hat er gesagt, mich nimmt Wunder, was da auf mich zukommt. Jetzt weiss es, wir haben ihn noch zum Interview gebeten.
Well, Craig Matavish, we spoke before the game, now afterwards. What are your thoughts after your first game in Switzerland? Oh, my thoughts are mixed, really. I think that there were a lot of things that I was pleased with that we did, things that we controlled. There was lots of fight on the team. There was lots of intensity. There was lots of work. And, you know, we just we didn't execute at a level that we need to have success. We weren't organized as much as we need to be going forward. But those are all things that you can improve on. And, you know, the effort was definitely there with the team. Special teams were penalty kill was actually okay. Power play probably cost us the game tonight. And we've got to be better there. Must be strange for you to have the first game in National League and it's without any spectators. Well, you could sure hear the players yelling at each other. I'm sure you guys found that interesting. But it was nonstop dialogue between both benches. And a lot of times the fans mute that interchange between the teams, which, you know, surprisingly, there wasn't a lot of love lost between the two teams. You're now qualified for the playoffs anyway because of the results of the other games. Well, congratulations to that. But what are the next steps from now on going into the playoffs? Well, I don't take that lightly, the fact that, that Lausanne made the playoffs this year. So it's a credit to the coaches before to get the team. It's always hard to make the playoffs. It's always hard to get into the playoffs. Hockey's getting tighter and tighter and more competitive. So we're happy to get that spot. We didn't want to back in, but we did, and we're happy about that. And we need to buy a little bit of time to integrate a few of the things that I'd like to do with the team to the group, and I think we'll be okay. Good luck for that. Thanks very much. Thank you, guys. Appreciate it. Ja, es ist schön, ihn da zu haben. Sehr überlegt, wohl überlegt, was er sagt. Ein Kompliment an seine Vorgänger, weil es sei nicht einfach, die Playoffs zu erreichen. Und eben, das hat man heute geschafft, irgendwie paradoxerweise mit einer Niederlage zum Spiel selber. Es sei wirklich ein Kurli gewesen, oder? Man hat auch gehört, immer wieder hin und her bei der Bank hat man gehört, was da austauscht wird. Sonst, wenn eben das Publikum da ist, dann wäre das ein bisschen gemutet, dann hört man das halt eben nicht. Und was er darauf angesprochen wird, auf seine Gefühlslage nach dem Match, er sagt, er hat gemischte Gefühle. Einerseits hat es Sachen gegeben, die ihm gefallen haben, guten Kampfgeist, die richtige Einstellung, aber dann sagt er zum Beispiel auch, man sei nicht genug organisiert oder Special Teams, die heute Abend einem vielleicht sogar den Match gekostet haben. Ich bin sehr gespannt auf eure Einschätzung. Man hat viel Kritik gehört, dieser Mannschaft gegenüber, also nicht die falsche Einstellung oder so. Ich glaube auch, das deckt sich, oder? Aber man hat andere Kritik gehabt, dass aus diesem Potenzial zu wenig gemacht worden ist. Was haben die für einen Eindruck? Also ich glaube auch, dass der Janu Essen und Wille Pelton vor allem wegen der schwache Leistungen daheim in Lausanne müssen gehen heute. Heute Abend habe ich das Gefühl, Powerplay gut strukturiert war. Sie sind dann schlussendlich an einem hervorragenden Deckel gescheitert. Mhm, also der Goalie von Genf war sehr gut heute Abend. Also schwierig zu einschätzen. Ich glaube, strukturiert sind sie gut, Lausanne. Heute Abend haben sie sehr Mühe bekundet mit einem hervorragenden Goalie gegenüber. Etwas würde ich gerne aufgreifen, wenn er sagt, wir müssen uns jetzt ein bisschen Zeit, er hat eigentlich wie gesagt, ein bisschen Zeit kaufen, ja, aber bekommt jetzt vielleicht sogar mehr Zeit, als uns allen lieb ist, bis die Playoffs dann anfangen. Was traut er ihm, dem vierfachen Stanley Cup-Sieger, als Spieler selbstverständlich, aber auch langjähriger Trainer in der NHL, mit dieser Mannschaft, mit dem vielen Potenzial zu? Ja, schwierig zu sagen. Ich möchte es einfach auf den Punkt kommen. Ich bin extrem enttäuscht von Lausanne. Ich habe Lausanne nur die ersten vier gesehen. Die haben viel mehr Potenzial. Es kommt nicht darauf an, wer an der Bande steht, aber mit dieser Qualität. Du hast von deiner Großmutter geredet. Ich sage jetzt nicht, dass meine Großmutter an der Bande. Das muss sicher einer sein, der die Häuptlinge auch führen kann. Das hat der Pelton nicht geschafft, auch mit dem Elston zusammen nicht. Jetzt werden wir es sehen. Ist ein 61-jähriger Mann, der sehr viel erreicht hat. Ist ein Koryphäe. Jetzt geht es aber darum, eigentlich den schnellen Erfolg können zu generieren. Also er muss das eben besser machen wie seine Vorgänger, dass er ganz klare Rolle kann verteilen, auch im Viertlinienspieler, der vielleicht ein bisschen weniger Eiszeit hat, der muss ein gutes Gefühl haben. Und alles andere ist nicht interessant. Aber auch wenn er jetzt nächstes Jahr nicht mehr da ist und die Spieler zusammenbleiben, die Mannschaft muss unter den ersten vier spielen. Ich bin ja sehr Fan von dieser jungen Coaches-Generation, die übernimmt. Aber ehrlich gesagt, so ein Greg McTavish, so viel Charisma, so ein Silberrücken, gefällt mir eigentlich noch. Könnte das eine Lösung für die Zukunft sein, Simon? Lausanne muss unwahrscheinlich viel Geld haben. Dass man immer noch sind wir wieder bei dem, ja? In einem Moment, wo eigentlich, man Playoff vorbereiten kann,
solche Verträge auflöst und viel Geld verbratet. Weil jetzt muss die Post abgehen. Lausanne ist jetzt unter Druck. Die müssen mit dem neuen Trainer durchmarschieren bis ins Finale. Sonst hätte es sich nicht gelohnt. Weil vielleicht wäre auch beim Pelton und mit dem Elston jetzt der Knopf gelöst. Vielleicht hätten die, wären die auch durchmarschiert. Also ich muss schon sagen, ich bin sehr, sehr überrascht zum Zeitpunkt, so viel Schräubli verbrennen. Sehr viel Schräubli, das ist schön gesagt von Simon Schenk. Und es ist im Moment relativ ruhig. Seit lang hat es viele Gerüchte gegeben rund um die kanadischen Besitzer von Lausanne. Ich glaube, wir bleiben auch an dieser Geschichte einfach dran, haltet euch auf dem Laufenden und schaut, wie viele Schräubli die noch zu verbrennen haben. Und an dieser Stelle sagen wir aber trotzdem logischerweise noch Gratulation zur Playoff-Qualifikation am Lausanne-Aschsee. Weiter warten muss nämlich der HC Lugano. Ein Playoff-Platz gibt es noch zu vergeben. Wir wollen über den Match der Luganesierin. Ja, die müssen weiterhin warten. Und das, obwohl sie heute eigentlich eine gute Leistung gezeigt haben. Wir zeigen euch hier auch die Goal von dieser Partie auswärts in Rapperswil. Früh angefangen mit dem Goalschiessen. 1-0, Romain Löffel, vierte Minute. Ja, Powerplay, Bulli-Situation. Schieber kommt hinten zum Löffel. Er zieht ab. Und, ja, alle wissen, dass der Löffel einen grandiosen Schuss hat. Und da muss einer in der Schusslinie sein für Rappi. Der Moment, wo der Melvin Niffler das erste Mal geschlagen ist. Und nachher gehen wir auf die Gegenseite. Es gibt nämlich einen Penalty, und zwar für Rapperswil. Jona, nach dem Foul, den wir hier sehen, Elia Riva gegen den Juraj Šimek. Okay, wir sind uns, glaube ich, einig, da müssen wir jetzt nicht allzu lange darüber diskutieren, dass es nachher heisst, Juraj Šimek gegen Niklas Schlegel. Und in der 8. Minute sorgt eben der Juraj Šimek für den 1-1-Ausgleich. Hat er noch in Staunen hier im Studio? Ja, vor dem Penalty ist ein Verteidiger gestürzt und er hat nachher eine Notbremse gezogen und hat Penalty verursacht. Und er hat ihn sehr gut verwertet. Also perfekt auf die Backhand genommen, gute Täuschung und nachher perfekt abgeschlossen. Aber es ist nachher so, dass nach dem 1-1 Lugano für Goal sorgt in dieser Partie. Und zwar unbeantwortet. 2 und 3-1 geht aufs Konto der Tessiner. Und zwar sind wir jetzt beim 2-1 bei dieser Führung von David McIntyre. Der HC Lugano, der kommt da im zweiten Abschnitt, in der 35. und 37. Minute zu diesen beiden Goals. Wir zeigen es euch selbstverständlich gerade da, also David McIntyre. Das Goal noch eigentlich, Thomas, Backbesitz auf eurer Seite. Das sieht nicht gefährlich aus. Ja, nicht eigentlich. Das ist ein grosser Fehler in unserer Verteidigung. Der Böck verlässt eben die Zone nicht. Auf unserer Seite hätte man sie sollen verlassen. Es gibt einen Querpass vom Postma. Ich meinte wieder auf den Löffel. Und dann erwartet der McIntyre eigentlich wirklich einen scharfen Schuss, dreht sich ab. Und wie es das Glück manchmal will, wie ein Fußballspieler. Kann er sein Goal von der Lakers lenken. 2 Minuten später dann das 3-1 oben drauf und Lugano führt also mit 2 Goal Vorsprung. Lässt sich das Ganze dann nicht mehr nehmen. Es gibt einen 4-1 Empty Netter oben drauf. Lugano kommt mit 3 Goal Differenz zu einem ganz wichtigen Sieg und hat es weiterhin in der eigenen Hand, was dann eben morgen könnte und sollte aus Lugano Sicht passieren. Ja, das war für Lugano heute keine einfache Aufgabe, bei den Lakers zu gewinnen, weil die Lakers brauchen auch jeden Punkt und der Lugano musste eine gute Leistung bringen und ist glaub, bereit für das Derby von morgen Abend. Also Hut ab vor der Leistung von Lugano, souveräner Sieg. Wir werden sehen, was morgen gegen Ambri drin liegt. Nach dem heutigen Sieg vor dem morgigen Derby gegen Ambri, wenn wir uns noch eine Stimme anhören, aus der Reihe vom HC Lugano mit dem Dario Bürgler haben wir geredet. Ja, Dario Bürgler, nach der letzten 3 Niederlagen haben wir heute liefern. Wie angespannt, wie nervös sind Sie vielleicht auch von dieser Partie? Boah, das ist noch schwierig zu sagen. Ich denke, wir sind schon angespannt gewesen, mit dem Wissen, dass wir das sicher mühen, heute einen Sieg holen. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir irgendwo durch uns anders verhalten haben diese Woche im Training. Wir haben fokussiert gearbeitet, wie die letzten 2 Monate auch. Und ja, gut reagiert, wie ich finde heute. Jetzt ganz eine spezielle Situation morgen. Es geht um alles. Es ist das Tessiner Derby. Keine Zuschauer, keine Emotionen. Ja, das wird sicher nicht sein. Nein. Ich glaube, das Derby hin oder her ist sicher sehr schade für all die Leute, die gerne schauen würden und auch, die wir gerne hätten, die zuschauen und für Stimmung sorgen. Aber ja, wie du gesagt hast, für uns geht es um alles. Und das hat wirklich keine. Keine Frage, ob wir die Spannung und die Bereitschaft aufbringen können. Danke vielmals. Gut.
Der Dario Bürgler über das morgige Derby. Ein Derby, wo vielleicht die Vicky Mantegazza und der Filippo Lombardi die einzigen sind, die reinrufen von oben. Das ist doch verrückt, oder? Ihr kennt die aufgeheizte Situation bei einem Tessiner Derby. Da muss sie dann schon ein bisschen Stimmung bringen als Spieler, oder nicht? Ja, ist schon cool. Also, das Tessiner Derby ist für mich das letzte wahre Derby. Also, dort geht es wirklich noch zu und her. Also, die Fans sind wie verrückt. Und das Derby im Tessin ohne Zuschauer ist schon ganz speziell. Das also, wenn wir das Ende von dieser Partie, die dann morgen ansteht für das Team vom HC Lugano. Und man hat sie in der eigenen Hand. Mit einem Sieg ist man definitiv in den Playoffs mit dabei. Das in der Runde 50. In der Runde 49 haben wir noch ein Spiel, wo wir uns miteinander wollen. Das Highlight anschauen. Und das ist das Goal, das den Unterschied ausmacht. Wir sind schon in der Verlängerung im Zähringer Derby. SC Bern gegen Fribourg-Gottéron. 61. Minute, also die Verlängerung hat gerade angefangen. Und dann kommt der neue Mann, der Christian Thomas, und macht das Goal und sorgt für die Entscheidung. Ja, sehr gut hier in der Mittelzone. Ganz ein frecher Move von Marco Bello. Leiten über zum Christian Thomas. Aber ich glaube, wir schauen es jetzt nochmal genau an. Also, wir sind da wirklich haarscharf am Offside vorbeigerattert. Und wenn wir genau anschauen, das ist nicht der grösste Spieler. Und wenn er nicht der grösste Spieler ist, hat er auch nicht die grössten Füße, sprich nicht eine grosse Schuhnummer. Und ich glaube, wenn er 2-3 cm grössere Füße hätte, dann wäre es wahrscheinlich wirklich zum Thema geworden. Aber für das haben wir ja nicht Experten. Eben, haben Sie gemerkt, dass der Thomas Gotte froh ist, dass er die Verantwortung abschieben kann? Ja, unserem Schiedsrichter-Experten. Wir sagen, hey Schiri, gehen per Skype zum Nadi Mandioni. Guten Abend, Nadi. Du siehst, für die kniffligen Fälle schalte mich einfach per Skype zu dir. So machen wir das. Ja, das ist schon gut, das ist schon gut, ja. Ich versuche es mal nicht mit der Schuhgröße zu begründen, sondern wir können mal das Bild anschauen. Also erstens, man sieht auf dem Bild schnell einmal, dass der Linienrichter Roman Kaderli schon mal gut positioniert ist. Und das ist eigentlich auch das Wichtige. Hoffen wir kommen jetzt zum Bild. Genau, wir sollten uns das Bild jetzt gar anschauen können. Ist es Offside vor dieser Szene, ja oder nein? So präsentiert sich der Moment. Sehr gut. Also ich fange nochmal an. Wir sehen ganz rechts Roman Kaderli auf der blauen Linie. Hat zum Glück ist auf der richtigen Seite, weil er sieht den Böck. Der Böck bei Marco Arcobello an der Schaufel. Und jetzt sehen wir eben Thomas Christian da in der Mitte. Der linke Fuß ist vermutlich in der Luft. Der rechte Fuß ist auf der Linie. Und jetzt ist eben die Frage, wann verlässt er mit dem rechten Fuß die Linie und ist der Böck noch auf der blauen? Wir haben 6 Kameras auf dem Feld. Wir haben keine Kamera auf der blauen Linie und darum, das ist das beste Bild. Und es ist einfach inkonklusiv. Der Linienrichter ist schon dran, jetzt am Abwinken. Und darum traue ich dem Linienrichter seinen Entscheid, dass es eigentlich korrekt ist, mit keinem Offside. Du hast gesagt, inconclusive, ich nehme an, das ist so das übelste Gefühl für einen Schiedsrichter, oder? Also, der Linienrichter winkt ab, von dem her, er ist sich sicher, er ist sicher auch noch am Rufen. Und es ist einfach nicht schlüssig. Das heisst, das Bild ist nicht schlüssig und darum geht man auf den Entscheid auf den Eis. Danke also vielmals Nadi Mandioni für die Einschätzung. Das Goal, das hat zählt und das ist 1-0, das ist das siegbringende Goal für den SC Bern. Und wir wollen jetzt bei unserem Reporter Ken Vettori selbstverständlich den Matchwinner zu Wort kommen lassen. Well, Christian Thomas, what an odd first game. No fans in such a big arena, then a game winner and nobody's really happy. What's that? Starting with no fans, it's the first time that's ever happened to me. So that being a first game was very weird, but I thought our team still competed. Like there was fans out here, but we had a lot of chances tonight, but it was nice to get one in overtime. Unfortunately, it was only 2 of 3 points, but win's still good. I thought you were very disciplined also as a team, but just that goal didn't find the way into the net, the puck, of course. What has to change in that last game? Yeah, like I said, we had a lot of chances, a lot of shots tonight, a lot of rebound chances that we couldn't put back behind the goalie there. He played really well. I think next game we have to just keep shooting and hopefully those bounces will go our way. Thanks a lot. Für ihn auch Premiere gewesen. Und so Bedingungen zu spielen, sei wirklich komisch gewesen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass man heute doch gut sich immer wieder Chancen erarbeitet hat. Und genau so erwartet er auch, dass dann eben morgen könnte von Erfolg gekrönt sein. Und zwar nach 60 Minuten. Und das wäre ganz, ganz dringend der, sagen wir, der 3-Punkte-Erfolg, den morgen brauchen in Lausanne. Unglaublich die Ausgangslage für den SC Bern. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist jetzt genau das, noch das Zünglein an der Waage, dass sie jetzt gleich noch gewinnen können in Overtime. Gibt ihnen ein gutes Gefühl. Und ich glaube, in der Vergangenheit haben sie oftmals gute Matches in Lausanne. Und wie du richtig sagst, man ist all in.
Ja, allein ist es sowieso, jetzt bist du nur abhängig von Lugano. Und das ist ein bisschen ein Scheissgefühl. Da müsst das Kind schon beim Namen nennen, oder? Ja, also, ich meine, du kannst machen dort draussen, was du willst. Klar, musst du zuerst gewinnen. Nur das hilft dir vielleicht eben noch nicht. Genau, so ist es. Also, kannst du morgen in Lausanne einen riesen Match spielen, gewünschen, von mir aus mit 10 Goal Unterschied. Und wenn Lugano einen Punkt holt, dann ist es vorbei. Also dann hast du Karre geführt. Oder 2 Punkte, ich weiß nicht genau. Ja, genau. Also, es ist brutal für Bern. Das 2-1 heute Abend ist sicher schön, aber es müssen 3 Punkte sein, weil jetzt sind sie auf die Schützenhilfe angewiesen. Weil wenn Lugano morgen 3 Punkte macht, dann nützt der SCB nicht mehr, ob sie gewinnen. Mhm. Wenn ich es richtig sehe, oder? Also auch mit 2 Punkten übrigens. Also einfach, der Vorteil ist ganz klar auf Seite des Mannes. Es ist klar. Und vor allem, wenn man so viel Chance hatte, heute Abend gegen HC Berra, dann muss man sich eigentlich die Haare raufen, dass man eben nicht 3 Punkte gemacht hat. Das hätte es sein. Ihr habt gerade wunderbar angerichtet, um die morgige Runde teasern, wo wir natürlich auch wieder mit dem Studio für euch da sind, da auf MySportsOne. Wir haben jetzt über die Situation, über die schwierige Situation vom SC Bern geredet. Wir wollen jetzt noch über die Freiburger reden, die die Playoff-Qualifikation geschafft haben. Grund genug für uns, um mit dem Coach zu reden, mit dem Christian Dubé. Christian Dubé, congratulations on that playoff spot. What a turnaround by the team, but also by the coaching staff. Well, it was quite a turnaround. A lot of emotion the last 4 months, a lot of battling. The month of January, we had 7 injuries at one point, but we found ways, and hats off to those guys. I mean, even tonight, we didn't play our best game, but guys are playing for one another and get the result at the end. So. I'm sure not a lot of people would have bet on us 2 months ago, and we're here now, so good for us, I would say. Yeah, I'm sure you're pretty proud of your team now. What did you say to the team right after this game? Again, nobody believed in us, especially also, to be honest, when I took the job, when I went behind the bench, a lot of people were probably laughing. I said, no chance. And. When you do that, you create a little monster sometimes. And I wanted to prove so much that we have a good team and we can do it. We did it, and I'm very proud of it. Now, we have to also talk about the circumstances, no fans. You already had such a game in 2001 as a player. Now, how was it? Was it an advantage for your team tonight? I think to start the game a little bit, because you know the fans, they try to push, and it helps them. But also, when it doesn't go their way, it puts pressure on them. So it can work both ways. But to start the game, I would say was a little bit at our advantage for that. Despite the loss, congratulations again on the playoff spot. Das also der Christian Dubé beim Ken Vettore. Er, der 2001 mit dabei war beim letzten Geisterspiel, das es in Lugano gab, hat eben gesagt, ja, vielleicht schon einen gewissen Vorteil, eher auf gegnerischer Seite, aber dort hat er sich nicht wirklich auf den Test auslassen. Was er aber gesagt hat, und ich glaube, das müssen wir schon aufgreifen. Also, was für eine Wende für Fribourg-Gottéron. Einerseits mal, man hat sehr viele Verletzte gehabt, man hat sich auch aus einem ziemlichen Loch wieder rausgekämpft mit dem Christian Dubé. Und er sagt, einerseits, vor 2 Monaten hat wahrscheinlich niemand auf uns gewettet, und andererseits, man hat gelacht, als er das Amt übernommen hat. Und vielleicht hat man genau mit dem so ein Monster kreiert. Ein Monster, das jetzt in den Playoffs so richtig angreifen will. Simon, du lachst. Oder du schmunzelst. Ich lache, weil ich einer der wenigen war, der Entscheid von Christian Dubé, an die Bande zu gehen, hier an diesem Platz, unterstützt hat und gesagt hat, das kommt gut. Man hat Dubé belächelt, weil er nicht eine Trainerausbildung hat. Aber man hat vergessen, dass der Dubé eine riesige Hockey-Karriere hinter sich hat, mit viel Wissen, das er auch über andere Trainer hat mitbekommen hat. Die Trainer hat er erlebt und ist ein Spieler gewesen, der mitgedacht hat. Und so. Und das hat er weitergeben können. Und es hat vielleicht dort hier nicht ein Lehrbuch gebraucht, sondern es hat neue Impulse im mentalen Bereich gebraucht. Und das hat er zusammen mit Sean Simpson ganz sicher geben können. Also hat eine steile Kurve aufwärts gemacht. Jetzt geht also sein Weg weiter, der Weg von Christian Dubé mit Fribourg-Gottéron. Sie sind in den Playoffs. Jetzt gibt es hinten an diesen Playoffs ein Fragezeichen. Wie macht man das? Der Bund hat heute beschlossen, dass man Veranstaltungen mit über 1000 Zuschauern bzw. Teilnehmern nicht mehr durchführen darf. Dass das Geisterspiele sind, in der Sportsprache gesprochen. Wir haben heute also nach 19 Jahren wieder einmal Geisterspiel gehabt im Eishockey. Ganz eine spezielle Situation für all die, die im Stadion sind. Allem voran für unseren Reporter
Reporter und für unseren Kommentator, der heute in Bern den Abend verbracht hat. Ja, das war also das Spiel vor den leeren Rängen in Bern. Thomas Rothmeier, Kommentator. Wie hast du es erlebt, das Spiel zum Kommentieren? Ja, es war sehr speziell. Also, ich bin zum Beispiel einer, der immer sehr laut muss Dambi auf dem Ohr haben. Also wirklich Tinnitus-mässig laut. Und ich habe halt immer mehr gedreht und gedreht an diesem Knopf. Und es ist halt einfach nichts gekommen. Es ist mir vorgekommen, wenn ich mit dem auf dem Sprungbrett in ein Bassin reingumpe und es hat einfach gar kein Wasser drin oder ein gefrorenes Wasser. Es ist nicht etwas, wo ich mich daran gewöhnen will. Definitiv, aber leider wahrscheinlich müssen wir uns noch daran gewöhnen, zumindest für eine weitere Runde. Somit zurück ins Studio. Ja, der Thomas Rothmeier, ziemlich fatal. Zum Glück ist es nicht ganz so schlimm wie in ein leeres Bassin reingumpen. Wir haben heute die Geisterspielrunde und wollen uns die Übersicht verschaffen. Genau, das sind die Resultate, die wir einblenden sehen. Die haben wir bereits schon besprochen. Und jetzt natürlich die Ausgangslage in der Tabelle, die wir vor uns haben wollen. Und das ist die Ausgangslage vor der 50. Runde. Und zwar präsentiert sich das wie folgt. Die Entscheid für Freiburg und Lausanne sind gefallen. Die können nicht mehr von den Playoff-Rängen verdrängt werden. Es steht noch das Duell, das Fernsehen. Duell morgen an Lugano gegen den SC Bern. Vorteil bei Lugano, nochmal daran denkt, sollte das Punkt gleich da stehen nach morgen Abend, dann hat immer noch Lugano den Vorteil aufgrund der Direktduell. Ja, wahnsinnig, aber danke am Schweizer Hockey, dass bis zu der letzten Runde so extrem spannend ist. Und ich glaube, vor allem Bern ist nicht eine Mannschaft, zumindest ich habe die nicht dort unten tippen. Jetzt müssen sie eine extra Runde nehmen. Du hast es vorhin richtig gesagt, es gibt nur noch All-In. In Lugano werden wir sehen, was passiert. Aber die Ausgangslage für uns alle könnte nicht besser sein. Und die Ausgangslage, die werden wir euch gerade zeigen. Jawohl, da haben wir sie vor uns, oder? Mit dem Spiel, mit unserem Hauptspiel dann, Lausanne gegen den SC Bern. Steffi, du wirst dann da sein. Du kannst eigentlich mehr oder weniger gerade da ich fast bleiben. Ich bleibe gerade. Ja. Du gehst als Reporter auf Lausanne, ja. Du musst dann schon gleich auf den Zug. Ja. Und ich werde euch morgen wieder da begrüßen zusammen mit dem Ueli Schwarz, mit dem Marco Bührer und mit dem Sven Helfenstein bestreiten wir die 50. Runde. Ich freue mich sehr darauf. Und damit sind wir eigentlich noch bei der Swiss League angelangt, wo heute Abend gespielt worden ist. Wir haben euch ein Match gezeigt, und zwar ist das Ajoie gegen La Chaux-de-Fonds. Wir wollen euch den Game-Winner aus dem Spiel zeigen. Auch hier ein Geisterspiel in Ajoie. 4-2 Matthias Jocchi im Powerplay. Am Schluss ist das Spiel 7-3 ausgegangen. Da hat es noch ein paar, die können mit dabei sein und damit ist Ajoie weiter. Ein paar Geister jetzt noch gehabt. Ja, Geister, ja. Hat sich manifestiert. Genau, ich sehe aber die Übersicht. Es ist so rausgekommen, wie man es eigentlich zuerst mal gedacht hat, dass es auf keinen Fall könnte sein. Ja. Alle Serien sind beendet. Also Kloten ist durch, Ajoie ist durch, Langenthal ist durch und Fisch ist durch. Und ich glaube, schon wenn wir diese Liste jetzt abgezählt haben, dass ich sage, Langenthal ist durch. Gegen den EHC Olden, einen der Favoriten auf den Titel dieser Saison. Also ich glaube, das ist schon etwas absolut Außergewöhnliches. Ja, Langenthal hatte schon letztes Jahr einen Höhenflug in den Playoffs. Und der Goalie, der Wüterich, hat dort sehr viel ausgemacht, der einfach den Laden runtergelassen hat. Wahrscheinlich auch heute Abend, jetzt das Spiel nicht gesehen. Aber in Olden entscheidenden 4-1-Sieg rauszuspielen, das ist Hut ab vor der Leistung von Langenthal. Und eben, wie es dann dort weitergeht, Steffi, ich glaube, das können wir im Moment bin ich noch nicht genau sagen. Genau, oder? Es wäre eigentlich klar gewesen, dass man diese Serie noch zu Ende gespielt hätte, Geisterspiele hin oder her. Und jetzt wird getagt, wie es weitergehen soll in den Swiss League Playoffs, auch da. Wie in der National League werden wir euch über jeden Schritt, der gemacht wird, informieren und werden euch auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht in dieser Meisterschaft 2019-2020. Und wenn wir es haben von den Swiss League Playoffs, dann haben wir es jetzt eigentlich auch gerade perfekterweise von unserem Bettmümpfli, weil in der National League stehen dann auch gleich mal Playoffs an und eben hoffentlich genau so, wie das auch geplant war, ab dem 7. März. Und dort rundherum, um die National League Playoffs, haben wir etwas ganz Spezielles uns für euch ausgedacht. Und um zu zeigen, was das genau ist, hat sich Steffi ein paar Tritte runtergewagt, ein paar Stück runter und zeigt euch das gerade selber. So, jetzt zeige ich euch mal, was im dunklen MySports-Keller am Abend abgeht. Achtung! Da wird die allererste MySports-Sitcom gedreht. Jetzt müsst ihr nicht verschrecken, Achtung.
maskiert, die Puppenspieler. Warum, Anna? Ja, damit die Haare nicht kommen, damit man uns von vorne nicht sieht. Ist heiss. Ein bisschen. Ein bisschen, sagt sie. Die Anna spielt die Mutter von der Sitcom-Familie. Und jetzt will ich euch noch etwas schnell zeigen. Kommt mal dahinter. Es ist ein bisschen eng, aber es muss sein. Jedes kleinste Detail. Hockey-Pokal. Hockeyspieler, hier oben ein Gemsi. Ein bisschen off-topic, aber da, den da kennen wir, oder? Jonas Hiller hat sein Dekor von der Familie Böck geschafft. Also, das wird unsere MySports Playoff-Sitcom, wenn es dann fertig ist. Nach dem Blick in die Kulissen, was heisst das für uns konkret? Playoff-Sitcom, auf was dürfen wir uns freuen? Ich kann doch nicht zu viel verraten, sonst wäre es ja nicht mehr lustig. Wir haben morgen Sendung, dann verraten wir mehr. Ich kann vielleicht so viel sagen. Es ist wirklich klassisches Puppenspielerhandwerk, das wir da gemacht haben. Wir haben eine lustige fernsehschauende Familien inszeniert, so wie wir uns vorstellen. Ich glaube, so kann man es etwas sagen. Und ich glaube, das ist der Schlusspunkt und gleichzeitig der Teaser für morgen. Schaltet wieder ein. 19.25 geht's los mit mehr Hockey. Jetzt würde ich sagen, unbedingt dranbleiben. Taxifahrer Müller lädt jetzt den Gatten Andres Ambühl ein. Ich sage merci vielmal euch. Simon Schenk, Thomas Walser, Martin Hörner. Schön, sind ihr unsere Gäste gewesen. Red, das war eine Freude. Eine Riesenfreude. Ja, wir dürfen nicht. Nur so. Nur ja. So. Macht's gut.